Der Konflikt, der da verhandelt wird, hat mich sofort angesprungen, nervös gemacht und da wollte ich ran. Was mich daran so sehr interessiert, es ist die Kernfrage nach der inneren Freiheit oder der Befreiung der Gesellschaft. Was steht zuerst? Befreien wir erst die Gesellschaft, um dann das Individuum zu verbessern und lebenswertere Bedingungen zu schaffen? Oder müssen wir das einzelne Individuum bilden, verbessern? Dann erst können wir eine bessere Gesellschaft schaffen. Und diese Kernfrage wird in dem Gestick sozusagen von den Figuren gestellt. Henri und Hélène merken sehr, sehr schnell, dass sie nur noch ein Spielball von ideologischen Interessen geworden sind. Ist ihre Liebe überhaupt noch lebbar? Am Anfang sind sie sozusagen entflammt für die gute Sache, sagen wir studentisch, revolutionär, links, gutmeinend und freie Liebe wollen sie auch noch. Und plötzlich kommt jemand und sagt, hier ist die Waffe, tu es. Wow, das ist einfach eine irrsinnig spannende Geschichte. Ich erhalte sehr viel Unterstützung von diesen etablierten Sängern. Besonders Quinn Kelsey, der die Bariton-Hauptpartie singt, hat mir sehr viel geholfen. Ich bin ihm da sehr dankbar. Montfort ist eine hochinteressante Figur. Alle reden über sie, eine böse, bösartige Figur. Der ganze Staat scheint unter dem Druck dieser Figur zu sein. Und plötzlich im dritten Akt hat er eine Arie von Gefühl. Wir haben hier mit Quinn Kelsey einen Darsteller, der das unglaublich glaubhaft und wunderschön singt. A unique moment in this opera was when this terrible man loses his power, his strength, and he sings alone. This is the only moment in the opera where there's a straight pure feeling without any contradiction. This one is pure, is sincere, and is deep, and the music he writes for that moment is the most delightful and beautiful, and as it is the singing, the vocal singing for Montfort. The fifth act starts with a light, naive, folkloric music. This situation, when they are forced to sing to happiness, to just to flowers and to the breeze and to the love, but in a very childish way, it's such a brilliant coup de théâtre. Keeping this feeling of, no, this is not real, this is not true, something's wrong. And in fact, when the real drama continues, you see why.
Also normalerweise mag ich es eigentlich, die romantische Heldenfigur zu sein. Robert ist da vollkommen etwas anders. Und das ist schwerer für mich, aber es hilft mir natürlich, mich schauspielerisch weiterzuentwickeln. Frankfurt Opera has a wonderful ensemble, and a wonderful ensemble is not only having some good voices, but having a good quality overall in each role, in every one. So it's a joy to work in these conditions.